Tja, Leute, das war's. Das war der ultimative 2-Jahres-Rückblick von WeHawk LP. Unfassbar, 2 Jahre Let's Player-Karriere. Und es ist ja noch lange nicht vorbei. Eine Kleinigkeit habe ich jetzt noch in diesem Video für euch, um damit das Special nochmal ein bisschen abzurunden. Und zwar, wie schon im letzten Jahr, werde ich jetzt ein kleines Vorschauvideo zeigen. Sprich, mit den Projekten, die euch jetzt in den nächsten Monaten, sag ich mal, erwarten. Es wird euch vielleicht, wenn ihr das Einjahres-Special gesehen habt, werden jetzt ein paar Projekte dabei sein, die euch bekannt vorkommen dürften, die ich bis heute noch nicht angegangen bin, obwohl sie bereits im Einjahres-Special angekündigt wurden. Ja, tut mir leid, aber im nächsten Jahr sollen sie dann auch wirklich folgen. Deswegen sind sie jetzt hier auch nochmal mit dabei. Ja, ich habe mir aber wirklich, wirklich jetzt sehr, sehr tolle Projekte ausgesucht, die ich euch da jetzt noch vorstellen will. Auch im Hinblick darauf, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wie lange ich das jetzt noch mache. Es kann nämlich wirklich sein, dass Ende 2012, Anfang 2013 der Vorhang bei mir fällt. Ich will euch jetzt nicht erschrecken, aber es ist im Bereich des Möglichen. Und deswegen will ich jetzt einfach wirklich nochmal richtig auf die Pauke hauen und euch einige wirklich großartige Projekte noch präsentieren. Und diesmal, im Vergleich zum letzten Mal, sind auch wirklich einige Wunschprojekte von euch dabei. Also, ich weiß nicht, 3 oder 4 Titel, die wirklich durch euch angeregt wurden und die eigentlich in meiner Let's Play-Planung überhaupt keine große Rolle gespielt haben ursprünglich. Ja, was das jetzt für Titel sind, das seht ihr jetzt. Ich bedanke mich für alle, die mir so lange die Treue gehalten haben, noch bis heute und auch weiterhin die Treue halten werden. Ich finde es wirklich toll, dass ich so viele großartige Zuschauer habe und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Also, bis zum nächsten Mal, euer WeHawk LP und viel Spaß mit der Vorschau!